Das Weihnachtsgeheimnis von Jostein Gaarder, 4. Dezember. Joachim hatte jetzt zwei Geheimnisse. Das eine waren die zusammengefalteten Zettel, die er im magischen Kalender fand. Das andere bestand darin, dass er alle Zettel in der Schatulle aufbewahrte, die seine Großmutter ihm aus Polen mitgebracht hatte. Zettel für Zettel sammelte er langsam das beste Weihnachtsgeschenk der Welt zusammen. Heiligabend würde er nur noch, während Mama kochte, im Haus Geschenkpapier suchen müssen. Das Allerbeste war natürlich der Adventskalender selber, den der alte Johannes in den Buchladen gestellt hatte. Wer war nur dieser seltsame Blumenverkäufer? Warum hatte er einen magischen Adventskalender vor die vielen Bücher gestellt? Einmal hatte er eine Frau namens Elisabeth gekannt. Jedenfalls hatte er ein Foto von ihr im Buchladen ins Schaufenster gestellt. »Ich möchte gern wissen, ob es dieselbe Elisabeth ist, von der auch die Zettel erzählen, die jeden Tag aus dem Kalender fallen.« Als Joachim am Morgen des 4. Dezember aufwachte, horchte er als erstes, ob es im Haus noch still war. Dann öffnete er blitzschnell das 4. Kalendertürchen. Es enthielt das Bild eines Mannes in hellblauem Gewand. »Es sieht ein bisschen wie ein Nachthemd aus.« In der Hand hielt der Mann einen langen Stab. Joachim schaffte es wieder nicht, sich das Bild ganz genau anzusehen, denn auch diesmal fiel ein Zettel aufs Bett. Er faltete ihn auseinander und las. Josua. Elisabeth Hansen und der Engel Ephiriel liefen hinter dem Schaf und dem Glockenlamm her. Elisabeth Hansen und der Engel Ephiriel liefen hinter dem Schaf und dem Glockenlamm her. Sie kamen zuerst an einer roten Holzhütte, dann an einigen kleinen Feldern auf einer Lichtung im Wald vorbei. Von einem Hügel aus zeigte Ephiriel auf einen großen See. Das ist der größte See Skandinaviens. Meine Uhr zeigt, dass seit Jesu Geburt 1891 Jahre vergangen sind, aber wir sind ja auch erst gerade in Schweden. Ein reißender Fluss mündete in den großen See. Sie betraten eine Brücke, die über den Fluss führte. Bald hatten sie das andere Ufer erreicht. Das ist der Jötaelf. Wir folgen auf einem alten Karrenweg dem Fluss. Sie kamen an einem Dorf vorbei. An seinem Rand lag eine rot gestrichene Kirche. Auf dem Weg zur Kirche wimmelte es von Menschen. Die meisten gingen zu Fuß, einige saßen in großen Kutschen, die von Pferden gezogen wurden. Die Männer trugen schwarze Anzüge und schwarze Hüte. Auch viele Frauen trugen schwarz. Einige von ihnen hielten Gesangbücher in der Hand. Ich wette, es ist gerade Sonntag. Sie blieben ein oder zwei Sekunden stehen und sahen den vielen Menschen zu. Plötzlich entdeckte sie ein kleiner Junge. Aber er konnte nur noch schnell die Augen aufreißen, denn im selben Moment setzte sich der Engel Ephiriel wieder in Bewegung. Elisabeth musste sich alle Mühe geben, mitzukommen. Einmal drehte sie sich um, aber da waren die Menschen vor der Kirche längst verschwunden, genauso wie die Pferdekutschen. Nur ein kleiner Junge hat uns gesehen. Ausgezeichnet. Wir versuchen nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Vielleicht lässt es sich nicht vermeiden, dass uns ab und zu jemand entdeckt, aber das ist dann ja nur für eine Sekunde. Sie liefen weiter durch Wald und Feld. Ab und zu sahen sie Menschen, die Heu zum Trocknen aufhäuften oder mit der Sense Getreide mähten. Manchmal mussten sie auch einen Umweg machen, um die Menschen nicht zu erschrecken. Bald hatten Schaf und Lamm eine Weide gefunden, die so grün und verlockend aussah, dass sie geradezu ins Auge stach. Wenn wir uns ganz vorsichtig heranschleichen, könnten wir es jetzt vielleicht schaffen? Sie hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, als sie einen Mann entdeckten, der aus einer anderen Richtung auf sie zukam. Er trug einen blauen Kittel. In der Hand hielt er einen langen,
oben gekrümmten Stab. Er trat auf sie zu und sagte feierlich: Friede sei mit euch, die ihr über den schmalen Weg am Jötael wandert. Ich bin der Schäfer Josua. Dann gehörst du zu uns. Elisabeth verstand nicht, was der Engel damit meinte. Aber da sagte der Schäfer: Ich komme mit euch ins Heilige Land. Denn ich muss auf dem Feld sein, wenn die Engel die frohe Botschaft verkünden, dass das Jesuskind geboren ist. Wenn du ein Schäfer bist, kannst du mir doch das Glockenlamm bringen. Der Mann machte eine tiefe Verbeugung. Für einen Schäfer ist das die leichteste Übung. Mit einigen wenigen entschlossenen Schritten hatte er Schaf und Lamm erreicht. Im nächsten Moment kniete das Lamm vor Elisabeths Füßen. Auch sie kniete nieder und streichelte das weiche Fell. Ich glaube, du bist das schnellste Kuscheltier der Welt. Aber am Ende habe ich dich doch gekriegt. Doch jetzt stieß der Schäfer mit seinem Hirtenstab auf den Boden. Nach Bethlehem! Nach Bethlehem! Lamm und Schaf stürzten los. Schäfer, Engel und Elisabeth hinterher. Wieder erreichten sie eine kleine Stadt. Von einem Hügel aus blickten sie auf die dicht gedrängten roten Holzhäuser. Im Laufen erzählte Ephiriel, dass die Stadt Küngelf hieß. Das bedeutet Königstein, und diesen Namen trägt die Stadt, weil die Könige Skandinaviens hier ihre Beratungen abhielten. Einer von ihnen war Sigur Jursalfar. Sigur Jursalfar? Sie fand den Namen so komisch, dass sie lachen musste. Jursalfar bedeutet Jerusalemfahrer. Sigur wurde so genannt, weil er eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternommen hat, dorthin, wo Jesus geboren wurde. Schaf und Lamm hatten inzwischen einen großen Vorsprung. Der Schäfer Josua tänzelte hinter ihnen her. Jetzt eilten ihnen auch Elisabeth und der Engel Ephiriel nach. Bald kamen sie an einer großen Stadt an der Mündung des Jötaelf vorbei. Von einem Hügel aus hatten sie einen guten Überblick. In den Straßen stolzierten Frauen mit langen Kleidern und Männer mit Hut und Stock. Einige saßen in eleganten Kutschen, die von zwei Pferden gezogen wurden. Das ist Göteborg. Es ist 1814. In diesen Tagen hat Dänemark gerade Norwegen an Schweden abgetreten. Jetzt bekommt Norwegen eine eigene Verfassung. Der Schäfer Josua drehte sich um und winkte ihnen zu. Nach Bethlehem! Nach Bethlehem! Und schon liefen sie weiter durch Schweden. Joachim hatte gerade den Zettel aus dem Adventskalender in der geheimen Schatulle versteckt, als Mama ins Zimmer kam. Na, was war heute auf dem Bild? Joachim wusste, dass er gar nicht zu antworten brauchte. Mama wollte immer selber gucken. Sie schlug die Hände zusammen. Das muss einer der Hirten auf dem Felde sein. Joachim schaute zu ihr hoch. Warum sagst du auf dem Felde? Mama erzählte, dass es in den alten Adventskalendern viele Bilder von Schäfern und Hirten gegeben hatte, denn es waren Hirten auf dem Felde, als die Engel kamen und erzählten, dass das Jesuskind geboren war. Ein Hirte ist in etwa dasselbe wie ein Schäfer. Bloß kann er alle Tiere hüten. Ein Schäfer hütet nur Schafe. Jetzt sind sie schon in Göteborg. In Göteborg? Mama sah ihn seltsam an. Von wem redest du eigentlich? Von Elisabeth Hansen, dem Engel Ephiriel und dem Schäfer Josua. Sie wollen nach Bethlehem. Mama schnappte nach Luft. Du darfst dich nicht zu sehr in den alten Adventskalender hineinsteigern. Das sind doch bloß Bilder. Joachim merkte, dass er seinen Eltern nicht mehr alles erzählen durfte, was er über Elisabeth wusste. Sonst würde er das Geheimnis über die Zettel im Adventskalender verraten müssen, und die wollte er doch seinen Eltern zu Weihnachten schenken. Und noch etwas anderes sah er ein. Irgendwann musste er versuchen, mit Johannes zu sprechen. Nur der wusste, was es mit dem magischen Adventskalender auf sich hatte. Vielleicht wusste er auch mehr über Elisabeth Hansen. Nur wie sollte Joachim Johannes finden? Er durfte doch nicht allein in die Stadt zum Markt. Als er am Nachmittag aus der Schule nach Hause kam, schellte es plötzlich an der Tür, die er gerade erst hinter sich zugemacht hatte. Mama konnte es nicht sein. Wer dann? Er ging in den Flur und öffnete. Auf der Treppe stand der weißhaarige Buchhändler,
von dem er den Adventskalender bekommen hatte. Da bist du ja. Das habe ich mir gedacht. Was denn? Joachim hatte plötzlich Angst, der Buchhändler könnte den magischen Adventskalender zurückverlangen. Woher wusste er überhaupt Joachims Adresse? Der Mann steckte die Hand in die Tasche und zog einen Führerschein hervor. Dein Vater hat das hier bei mir verloren. Und als ihr nicht wieder in den Laden gekommen seid, habe ich eure Adresse im Telefonbuch nachgeschaut. Ich wohne ganz in der Nähe, weißt du? Ich wohne Clover Vane 12. Das war wirklich nicht weit. Einer aus Joachims Klasse wohnte in Nummer 7. Und? Was macht der magische Kalender? Toll! Hinter jedem Türchen steckt nicht nur ein Bild, sondern auch ein geheimnisvoller Zettel. Ach, wirklich? Der Buchhändler lächelte breit. Er gab Joachim Papas Führerschein. Aber ich muss weiter. Wir Buchhändler haben in dieser Zeit viel zu tun. Bald danach kamen Mama und Papa von der Arbeit. Und kurz darauf saßen sie alle zusammen beim Essen. Joachim hatte beschlossen, ihnen nichts vom Führerschein zu erzählen, solange Papa nicht selber auf ihn zu sprechen kam. Stattdessen fragte er etwas ganz anderes. Was ist eigentlich eine Pilgerfahrt? Seine Eltern hielten das offenbar für eine seltsame Frage, denn Pilgerfahrt war ein schwieriges Wort. Papa nahm sich noch etwas Fischauflauf. Ein Pilger reist an einen heiligen Ort. So wie Sigurd Jorsalfar. Er ist doch nach Jerusalem gereist. Deshalb wurde er Jerusalemfahrer genannt. Mama und Papa wechselten einen Blick. Habt ihr in der Schule über Sigurd Jorsalfar gesprochen? Joachim schüttelte den Kopf. Ihm war klar, dass er jetzt ganz schnell auf den Führerschein kommen musste. Hast du deinen Führerschein wiedergefunden? Er blickte zu Papa. Nein. Aber ich... Er stand auf, holte den Führerschein aus seinem Zimmer und überreichte ihn mit einem listigen Lächeln. Papa hätte sich fast verschluckt. Er runzelte die Stirn. Wo hast du den denn gefunden? Du hast ihn doch nicht etwa selber... Joachim musste Papa schnell ins Wort fallen, bevor der etwas sagte, was ihm nachher leidtun würde. Du hast ihn im Buchladen verloren, als wir den Adventskalender entdeckt haben. Papa sah aus, als hätte ihn mitten am helllichten Tag ein Engel besucht. Und im Grunde stimmte das ja auch, nur hatte der Engel einen weißhaarigen Buchhändler geschickt, anstatt selber zu kommen. Der Buchhändler war gerade hier. Er hat unsere Adresse im Telefonbuch gefunden. Jetzt begriffen Mama und Papa, was passiert war. Das ist ja wirklich ein toller Buchhändler. Ganz ungewöhnlich. Und du bist ein ganz toller Schussel.